Maybe Bob. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zum 16. Maybe Bob Podcast. Diesmal wird es wirklich um die Weihnachts-CD gehen, versprochen. Genau, wir nehmen euch ein bisschen mit ins Studio und zeigen euch, wie wir das so machen. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Schnipseleien, was wir in den letzten Monaten noch so heimlich von unseren Bandkollegen jeweils aufgenommen haben. Sebastian muss groß. Gedanken sind. Ja, im Juli, da waren wir beim kleinen Fest im großen Garten in Hannover. Das war schön. Viele, viele tolle Künstler und natürlich diese Wahnsinnsgartenanlage, das war echt schön. Ja, du musst dir vorstellen, an jeder Ecke war so eine kleine Bühne und da war alles dabei. Jongleure, wir als Kapellagruppe, irgendein Clown, Akrobatik. Ne? Also 130 Künstler überall verteilt im Garten. Wirklich ein Hammerfestival, fand ich echt richtig cool. Und im krassen Gegensatz zum kleinen Fest im großen Garten haben wir ganze Tage in unserem Studio verbracht und an unserer neuen Weihnachts-CD gearbeitet. Ja, da wird man ganz schön komisch im Kopf, wenn man die ganze Zeit Weihnachtslieder singt. Ja, und in der dunklen Bude rumhängt und so. Ich bin seitdem auch schizophren übrigens. Oh je. Schenken, 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 schenken. Ich kann an gar nichts anderes denken. Kaufen, 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 kaufen. Ich bin schon ziemlich abgelaufen. Schwiegermutter, Frau und Kinder. Immer Stress in jedem Winter. Wer kriegt was und was kriegt wer? Wenn noch bloß schon Ostern wär. Mehr Hall, mehr Hall. Schau daher. Sehr gut. Hier, für mich. So, wir machen gerade Pause hier von einem anstrengenden Aufnahmetag. Was wird denn heute gegeben im Studio? Wir haben heute gesungen, ich stehe in einer Krippe hier. Du, er, ich und er werden am Ende des Tages alle dieses Stück eingesungen haben. So schnell geht das. Ladies and gentlemen, watch and be amazed. Ich habe gestern von Schülerinnen und Schülern des Mariengymnasiums Warendorf etwas geschenkt bekommen, von dem ich vorher nicht wusste, dass es existiert. Und zwar ein Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Sehr schönes Wort. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. So richtig? Ja. Das war's. Vielleicht nochmal. Maybe Bob. Wer der Strahle im Wald, weihnachtlicher Zeit. Friede auf Erden, Fest mal der Welt. Olli, ist toll, für einen Podcast, dass du gerade Nudelsalat isst. Das ist Olli mal wieder. Wie lautet das Durchschnittsalter von Maybe Bob? Das aktuelle Durchschnittsalter. Niedrige Schätzungen kommen höher.
Dioptrien hat Olli. Ich sag mal so, ist zweistellig, ne? Wie viele Zentimeter maß Sebastian bei seiner Geburt? Ich sag mal so, ist zweistellig. Ja. Wie war bzw. ist Jans Abi-Durchschnitt? Ich sag mal so, ist zweistellig. Outet. Unglaublichen ersten Platz mit unglaublichen 14 Punkten. Ja? Die zwei Freikarten fürs kleine Fest gehen an Krischi. Hey! Oh. Es ist wieder Weihnachten. Wer hat gewonnen? So, Jan will noch was sagen. Frohe Weihnachten. Schenken, 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 schenken. Ich kann an gar nichts anderes denken. Kaufen, 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 kaufen. Ich bin schon ziemlich abgelaufen. Schwiegermutter, Frau und Kinder. Immer Stress in jedem Winter. Wer kriegt was und was kriegt wer? Wenn doch bloß schon Ostern wär. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Du fragst dich, was das bedeutet, wir sagen es dir. Du sollst nicht viel denken beim Kauf von Geld. Da Arbeit da unten. Leute, ich will mal froh, dass ich wieder oben bin. Tageslicht. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Singen ist Leistungssport im Stehen. Da muss man sich schon ordentlich stärken in der Pause. Nimm doch mal ihn, nicht immer nur mich. Damit das Ganze noch so ein bisschen freundlicher klingt, sehen wir ganz leise nochmal als Doppelung der eigentlichen Stimme so eine. Wir nennen das Friseurstimme drüber, wo wir ganz leise und hauchig und freundlich sind. Dann bekommt das so ein. Ich will mal wieder einen Friseurtag gebrauchen. So geht das schon die ganze Zeit. Jan kriegt einfach nichts im Mund. Hat so einen Hunger, aber ist zu schwach. Ist zu schwach. Der Arme. Ich esse das gleich. Dann ist es weg. Oh, das war aber lecker. Das war sehr gutes Essen. Oh Mann, jetzt bin ich gestärkt. Jetzt geht's aber ab. Olli, war dein Telefon klingelt. Ja? Wenn doch bloß schon Ostern wär, lieb ich dich so. Beim kleinen Fest gab's dann einmal was ganz Besonderes. Ich konnte an einem Tag nicht. Was habt ihr denn da gemacht? Na, da haben wir uns natürlich eine Vertretung geholt, weil wir natürlich nicht spielen konnten. Und der liebe Patrick aus Berlin ist eingesprungen. Ein guter Freund von Lukas und ihm und Mitglied der ehemaligen Gruppe von Lukas. Ja, Musics, ne? Ja. Genau. Das Gute war halt, weil wir nur so kurz singen müssen, immer so Viertelstunden-Sets, musste er auch nur so 3, 4, 5 Songs lernen. Das war also schaffbar. Und er hat das ganz, ganz toll gemacht. Vielleicht müssen wir uns einmal wiedersehen, lass deine Tür doch öfter offen stehen. Was ist das für ein Winter? Zu warm und viel zu nass. Wo sind die weißen Flocken? Wir sehen nur grünes Gras. Was ist das für ein Winter? Kurze Recording-Pause. Sebastian nutzt die Zeit, im nebenangelegenen Büro zu tippeln und schlecht zu sitzen, finde ich. Oh, hallo. Watch and be amazed! Ja, und wir sagen jetzt mal Tschüss, denn wir gehen jetzt ganze 4 Wochen in den Urlaub. Wir hatten unser letztes Konzert heute hier am Bodensee im schönen Friedrichshafen. Mach's es gut! Tschüss, schönen Urlaub! Tschüss, schönen Urlaub! Schönen Urlaub. Falsch, warte mal.